Moin und herzlich willkommen zur Casual Couture Wochenshow. Gestern noch stille Auktion, heute schon wieder Wochenshow. Schlag auf Schlag geht's diese Woche und dabei war die ganze Woche für mich auch tatsächlich schon anstrengend. Anders kann ich nicht sagen, denn so wie alle Geschicke es wollten, war ich die ganze Woche alleine hier im Lager. Das heißt, ich hatte nicht nur meine tägliche Büroarbeit, sondern habe auch fleißig eure Pakete gepackt. Also an dieser Stelle auch ein großes Dank an alle, die online bei uns eingekauft haben. Pakete sind hoffentlich angekommen. Meine Handschrift auf dem Bierdeckel, manchmal, ja, ich weiß schon, ich hätte Arzt werden sollen. Aber trotzdem, die Grüße kommen von Herzen. Also vielen Dank, dass ihr uns weiterhin treu bleibt. Ja, stille Auktion letzte Woche, gestern, Gott, ich bin völlig durcheinander. Stille Auktion gestern, ja, war mal wieder ein großer Spaß. Auch das herausfordernd, da ich es alleine gemacht habe. Aber hat alles gut geklappt. Und wenn ich es jetzt richtig im Blick habe, ist auch fast auf alles mittlerweile schon geboten worden. Teilweise auch stattliche Preise. Also vielen Dank dafür, hilft uns sehr. Das Ganze dient dieses Mal zur Unterstützung des Stores. Das hatte ich irgendwie in der ganzen Kommunikation gestern so ein bisschen vergessen. Aber sei es drum. Ich danke euch jetzt schon mal für die rege Teilnahme. Ich hoffe, es klappt alles. Wie gestern auch schon erwähnt, lasst uns ein bisschen Zeit, weil jetzt ist dann Ostern. Also wir werden uns dann erst nächste Woche voraussichtlich bei den Gewinnern melden und dann alles abwickeln. Ja, Wochenshow und meine tollen neuen Titelbilder. Ich hatte mir letzte Woche den Spaß erlaubt und habe diesen Gag mit den Klemmbausteinen gemacht. Und eigentlich hatte ich auch heute vor, technisch die Wochenshow in dem neuen Fernseher zu senden. Der steht nämlich tatsächlich hier hinten. Aber ja, da heute tatsächlich Feiertag ist, habe ich mir gedacht, gönne ich mir auch mal ein bisschen frei und lasse das mit den technischen Spielereien. Deswegen seht ihr mich hier ganz normal. Aber trotzdem habe ich dazu noch eine kleine lustige Anekdote, bevor wir dann loslegen. Denn diese Woche war bei uns im Laden ein Kunde. Und ich weiß leider nicht, wie er hieß, ne? Deswegen liebe Grüße, falls du das heute siehst, melde dich gerne, weil ich die Anekdote ganz lustig fand. Er kam nämlich rein und fragte Kjell, ja, ob wir denn jetzt hier weitermachen würden, weil er hätte ja gesehen, wir würden jetzt zukünftig nur noch Spielzeug verkaufen. Und ja, das kann man natürlich meinen, wenn man den Titel nur liest. Und ich glaube, er hat auch gesagt, er hatte keine Zeit, die Sendung zu gucken. Aber ja, das ist natürlich nicht gewollt gewesen. Also wir werden auch weiterhin Klamotten verkaufen und keine Klemmbausteine. Vielleicht irgendwann nochmal ergänzen Klemmbausteine, aber das lasse ich jetzt nochmal offen. Ja, mal gucken. Heute während der Sendung, ich muss mir den Titel, überlege ich mir ja erst immer, nachdem die Sendung ist. Mal gucken, vielleicht fällt mir wieder was Passendes ein. Ja, wir haben Ostern. Da erwarten natürlich wieder viele Oster-Rambazamba. Wenn man hier die Playlist auf YouTube sich anguckt, ist tatsächlich das erste Wochenshow-Video, was hier auf YouTube jemals gelaufen ist, vorher lief es ja nur auf Instagram, ist tatsächlich das Easter Orange Sonderspezialausgabe, wie auch immer, was damals natürlich eine große Sale-Aktion zu Ostern war. So, jetzt haben wir wieder Ostern, alle warten Sale. Meine Woche war so stressig, dass ich mir dazu gar keine Gedanken machen konnte und vor allen Dingen auch gar keinen Bock habe auf diesen ganzen Rambazamba nach wie vor. Deswegen kann ich heute nichts ankündigen. Eventuell überlege ich mir noch heute Nacht was oder morgen früh und es wird dieses Wochenende doch noch irgendeine Rambazamba-Aktion geben. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Da habe ich auch eigentlich keine Lust zu. Was es auf jeden Fall geben wird für alle, die heute fleißig am Freitag schon gucken, kommt morgen im Store vorbei, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Da machen wir wie jedes Jahr die Eiersuche. Das heißt, zu jedem eurer Einkäufe könnt ihr ein Ü-Ei oder so ein, also die stammen aus dem Ü-Ei tatsächlich, die Teile ziehen und da drin verbergen sich dann entweder Prozente oder kleine Giveaways, was auch immer. Also es gibt auf jeden Fall keine Nieten bei der ganzen Nummer. Kommt vorbei, lohnt sich auf jeden Fall. Außerdem wird es im Store auf jeden Fall noch ein paar Specials und auch Secret Deals geben, die wir so nicht nach außen kommunizieren, die ihr aber vor Ort mit uns aushandeln könnt. Also kommt gerne vorbei, es lohnt sich. Und ja, ich würde mal sagen, ich will euch gar nicht so lange vom Feierabend, an die Feierabend, heute war ja Feiertag, deswegen hattet ihr wahrscheinlich heute schon einen entspannten Tag. Also ich will euch gar nicht so lange abhalten und würde sagen, wir starten in die Sendung. Ich habe dabei wieder mal, ich glaube Adidas war jetzt wirklich jede Sendung dabei, ne? Zwei neue Schuhe von Adidas. Ich habe hier was ganz Feines von Amalux, ein paar Specials noch von Patagonia und
Hauptthema, United Football Grounds hat neue Bilder für unsere Cultura Internationale Serie geliefert. Die sieht man hier noch nicht so richtig im Bild, zeige ich aber. Und das Hauptthema heute Sergio Tahidi, denn da sind wirklich richtig viele neue Teile gekommen. Ihr seht den Stapel, das sind noch nicht mal alle, aber da gehen wir drauf ein. Und beginnen tun wir mit den Schuhen hier vorne. Schnell abgehandelt, ein neuer Samba ist da, das Jahr des Sambas, Rambazamba, es gibt ganz viel Samba. Meine Güte, bin ich ein Poet. Also hier, neuer Farbweg für die warme Jahreszeit, würde ich mal sagen. Also in so einem schönen, weiß gar nicht, was ist denn das für ein Ton? Wird fast so ein Grün-Grau. Ja, sieht auf jeden Fall schön aus. Und vor allen Dingen mit dieser hellen Sohle, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ansonsten ist er natürlich gleich von der Aufmachung, kostet 119 Euro. Und ist dann jetzt am Start. Außerdem neu reingekommen, Gazelle Indoor. Davon werden auch noch ein paar weitere kommen. In weiß oder aus weißem Leder. Und dann mit drei farbig abgesetzten Streifen, wobei der Mittelstreifen einen Tick heller ist. Das ist so ein lila Ton. Ich versuche das mal hier vorne ein bisschen besser hinzuhalten. Aber das ist wahrscheinlich unscharf, deswegen halte ich es hier. Ja, also die beiden. Beide 119 Euro. Jetzt online und bei uns im Store. Und dann schwenke ich mal hier rüber nach Frankreich zu Amor Lux. Amor Lux, eine absolute Traditionsmarke aus der Bretagne, berühmt für die Breton Stripes T-Shirts, aber auch für ganz viele andere feine Sachen. Das Schöne bei Amor Lux ist, weshalb ich die Marke wirklich mag, ist, dass die sehr viele gut entwickelte Produkte haben über die Jahre. Und zwar saisonal immer mal ein bisschen was Neues machen oder auch mal eine neue Farbe ausprobieren, aber die Grundsachen immer durchlaufen, weil vielleicht ist es so, das vermute ich nur, diese Marke vielleicht einfach verstanden hat, dass man nicht jede Saison irgendeinen Artikel neu erfinden muss, indem man nochmal einen Reißverschluss versetzt, eine Tasche umsetzt oder sonst was, sondern wenn etwas gut ist, dann kann man es auch durchlaufen lassen. Dann kann man es um eine Farbe ergänzen, aber man kann es durchlaufen lassen. Und vor allen Dingen schafft man dadurch eine Wertbeständigkeit dieser Artikel. Und man muss sich als Kunde nicht veräppelt fühlen, dass man heute Vollpreis zahlt und nächste Woche wieder eine Rabattaktion ist und man umsonst zu viel Geld ausgegeben hat. Deswegen finde ich, ist Amor Lux eine wunderschöne, wertbeständige Marke. Auch wir reduzieren da ab und an Sachen. Na klar, ich meine, wenn der Winter vorbei ist und wir haben noch die dicken Wollpullover, die muss ich jetzt auch nicht ein halbes Jahr liegen haben, obwohl sie nächstes Jahr wiederkommen. Ist eigentlich klar, ich könnte sie auch in die Schublade packen, aber dann gönne ich euch natürlich auch mal gerne ein paar Prozente. Eins meiner Lieblingsteile, und das gibt es jetzt auch schon, haben wir auf jeden Fall schon einige Saisons, ist das Pichur Heritage Overshirt. Also Heritage, nochmal zur Erklärung, ist die gesamte Linie, die wir haben von Amor Lux. Amor Lux grundsätzlich macht natürlich viel mehr Artikel. Wir haben aber nur die Heritage-Sachen. Die sind immer ganz schlicht und nur zu erkennen an diesem kleinen aufgesetzten weißen Logo mit dem Anker und AL für Amor Lux drauf. Das Overshirt, wie gesagt, haben wir schon öfter gehabt. Und ich selber trage das auch, weil es absolut, ich finde es super. Also das Material ist so ein richtig schönes, dickes Baumwollmaterial. Und dann vor allen Dingen hier mit den abgesetzten, ich würde mal sagen, das sind tatsächlich Holzknöpfe. Ja, mit diesen abgesetzten Holzknöpfen gibt das Ganze halt wirklich so eine richtig schöne Kontrast da drauf. Die Knöpfe hat man natürlich auch hier am Ärmel. Und man kann auch hier unten, obwohl man kann gar nichts einstellen, das ist tatsächlich nur Deko, sehe ich gerade. Aber ihr habt hier hinten auf jeden Fall nochmal an beiden Seiten auch so einen Knopf. Also für mich eins meiner Lieblings-Overshirts tatsächlich. Und das gibt es halt in dem Navy und dann gibt es hier in diesem schönen hellen Grünton jetzt für den Frühling natürlich top gemacht. Und vor allen Dingen, ich finde, es kostet 129 Euro. Das ist wirklich ein top solider Preis bei der ganzen Sache. Also, ich bin großer Fan. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn nicht, werdet ihr es hoffentlich bald. Denn jetzt kommen wir zu einem saisonalen Teil von Amor Lux, und zwar ist das dieses Rugby Polo Shirt, hier unten auch wieder mit dem Logo drin. Ansonsten auch eine schöne dicke und feste Qualität.
Ich würde jetzt nicht sagen, ob man da, obwohl da kann man wahrscheinlich sogar mit Rugby spielen. Hier schöne elastische Bündchen, unten offen mit Schlitz an der Seite. Kostet 149 Euro. Von hinten natürlich auch gestreift. Auch eine schöne Ergänzung für den Sommer. Und dann wandere ich rüber zu Patagonia. Da haben wir neu, aber das Schwarze haben wir glaube ich schon ein bisschen länger. Ich kann es glaube ich nicht richtig aussprechen. Choshinat Crest. Das ist wahrscheinlich auch irgendein, weiß ich nicht, ein Gebirge. Ich will auch gar nicht mutmaßen. Auf jeden Fall ist es ein schönes T-Shirt. von vorne mit einem Pocket und einem Pocket-Print und dann vor allen Dingen hinten ein schöner großer Backprint. Ich würde mal einfach vermuten, dass der Berg, der da drauf ist, so heißt, wie auch immer man ihn ausspricht. Bin ich recht unbewandert. Das hier ist ein XL, deswegen nicht wundern, dass das hier fast den ganzen Bildschirm verdeckt. Denkt dran, Patagonia fällt groß aus. Also lieber immer zur Sicherheit eine Nummer kleiner bestellen. Das ist auch eine richtig schön dicke Qualität, das Ganze hier. Und hergestellt in Mexiko, kostet 49,90 Euro. Haben wir in diesem Ton und dann auch noch hier in dem Schwarz, wo auch hier, finde ich, der Rückenprint richtig cool rüberkommt mit der Farbkombi. Also das ist schon echt, ist das auch eine XL? Mal gucken. Nee, das ist sogar ein L. Gut, also das ist ein L. Das andere war XL. Also, die beiden neue T-Shirts. Und dann habe ich hier noch, ihr wisst ja, Patagonia ist diese Saison sehr bunt. Das ist auch eine XL. Das ist die Nano-Puff-Jacke von Patagonia. In diesem schönen Retro-Color. Auch vor allem mit dem Retro-Weblabel vorne drauf. Und hat es nicht sogar am Arm noch ein Label? Doch, hier genau. Am Arm ist hier auch nochmal ein Label raufgesetzt. Nano Puff gibt es schon recht lange. Das ist, also es sieht hier so ein bisschen wie so ein dünner Teppich aus. Da ist auch nicht so richtig viel drin, wenn man es so fühlt. Dennoch, also es ist eine synthetische Füllung natürlich, das Ding wärmt richtig gut. Und der Vorteil ist auch an der Nano Puff, dass man die ultra klein zusammenfalten kann. Das heißt, wenn ihr jetzt unterwegs seid, muss ja nicht unbedingt Outdoor sein, sondern auch so. Ihr könnt das Teil wirklich richtig klein, schön komprimiert irgendwo in die Tasche packen. Und wenn euch abends kalt wird, dann zieht ihr es halt an, entweder als einzelne Jacke oder ihr zieht es als Wärmeisolation halt unter euren Layer, wenn ihr halt eine Regenjacke sonst abends habt. Das ist auf jeden Fall echt, echt eine Top-Jacke. Obwohl ich gerade sagen muss, in dieser Farbkombi würde ich jetzt mal sagen, ist sie viel zu schade, um einfach nur drunter zu ziehen. Also sollte man machen. Von innen hat sie das saisonale Muster, was wir auch auf der Houdini und auch als Badeshorts haben. Also, ich gucke gerade noch mal. Nee, es gibt keine Innentaschen. Nee, keine Innentaschen. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Und kostet 219 Euro. Nano Puff von Patagonia. So, ich würde mal sagen, die Bilder, die hier sind, die machen wir mal als letztes. Ich schiebe die hier schon mal so ein bisschen durchs Bild. Dann könnt ihr euch die hier schon mal so ein bisschen angucken. Mein Glas mache ich mal ein bisschen weg. Und dann kommen wir hier zu Sergio Tahridi. Bisschen ruhig geworden die letzte Saison, habe ich auch schon öfter mal erwähnt. Das lag tatsächlich daran, dass Sergio Tahridi zwischendurch, was die Preispolitik angeht, so ein bisschen sehr nach oben geschossen ist. Und für so ein normales Damarindo Tracktop oder auch Dallas, ich glaube, die lagen dann so bei 120 Euro. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil ich, klar, würde mich das freuen, wenn ich es für 120 Euro verkaufen kann, weil dann verdiene ich ja auch mehr Geld dran. Aber irgendwie war das für mich so ein bisschen aus den Fugen geraten. Scheinbar ging das auch noch ein paar anderen Leuten so. Ich weiß es nicht, woran es gelegen hat. Auf jeden Fall ist die Preispolitik jetzt wieder deutlich angenehmer, sodass ich das auch sehr gut hier euch dann anbieten kann und vor allem auch dahinter stehe, was hier auf dem Tisch liegt. Und denke mal, das ist jetzt in einem guten Verhältnis zurückgerückt worden. Der absolute Klassiker, oder es gibt natürlich viele Klassiker, aber einer der absoluten Klassiker ist natürlich das Damarindo Tracktop. Haben wir natürlich auch wieder in Navy mit Weiß. Kostet jetzt nur noch 89,90 Euro.
und ist ab jetzt wieder in der klassischen Farbe hier verfügbar. Dann haben wir aber natürlich saisonal hier auch noch mit diesem beige abgesetzten Ton unten. Und für die, die es ein bisschen auffälliger haben möchten, haben wir das Ganze auch noch mit Pink von hinten. Damarindo immer auch komplett durchgezogen, die Linien und auch die Farbwege. Wir haben schon zwei Damarindos und auch ein Damarindo Tracksuit, die schon ein bisschen länger da sind, die ich schon in der Sendung hatte. Guckt da online mal rein oder vor allem auch bei uns im Laden vorbei. Dann zweites Kult-Tracktop ist das Orion von Sergio Tacchini. Da ist es so, dass wir, und ich habe sie heute nicht alle dabei, aber also wir haben hier einmal die Kombi Grün mit Beige. Dann haben wir hier die Kombi Hellblau-Weiß und wir haben dazu passend die Hose. Es gibt noch ein drittes Orion, das ist aber tatsächlich, ich meine, es ist heute ist ja Feiertag, gestern verkauft worden und das zweite ist irgendwie in Transiten, deswegen habe ich es jetzt nicht mehr zum Präsentieren. Online sind sie auf jeden Fall alle, ist ja auch lange Rede, kurzer Sinn. Also 89,90 kosten die Oberteile und die Hose kostet 79,90 und passt dann natürlich perfekt dazu. Bei der Hose ist es so, dass sie hier hinten Reißverschlüsse hat und entsprechend nochmal so ein paar abgesetzte Streifen. Also die Streifen, die ihr bei dem Oberteil auf dem Arm findet, findet ihr in der Hose nochmal wieder. Guckt da mal online rein. Da sind auf jeden Fall, seht ihr auch die Kombination, kann man sehr gut zusammentragen. So, vom Material, das kann ich leider hier immer schwer zeigen. Also das Damarindo ist so, hat so ein bisschen so eine rauere Oberfläche, würde ich das mal nennen, so von der Haptik her. Wohingegen das Orion oder auch das Dallas, was jetzt gleich kommt, so ein schönes, typisches Tracktop-weiches Material haben. Und damit sind wir nämlich schon beim nächsten Cool-Tracktop und das ist das Dallas. Auch diesmal hier in richtig schönen Farbkombis. Einmal hier so mit dem Kragen oben und dann den dunklen Streifen. Dann haben wir nochmal die Variante so und wir haben das Ganze auch noch mal in diesem Hellgrün. Also auch da viel Farbe geboten. Dallas kostet auch 89,90 €. Also alle Tracktops 90 Euro. Schöne Sache und vor allen Dingen auch schöne Farben. Also wirklich, ich finde, also gerade bei uns im Store, wenn die Sachen da alle jetzt so zusammenhängen und das auch wirklich ein schönes Bild wieder ergibt, das freut mich dann auch. Ich meine, wir haben mittlerweile so eine riesen Auswahl an Tracktops. Jetzt von Sergio Tacchini ganz viel, von The Less kommen die neuesten oder kommen demnächst nochmal wieder mehr. Von Adidas sowieso ein Riesenberg da immer. Und ja, ich wüsste jetzt keinen Laden, der zumindest in Hamburg so eine Auswahl an Tracktops führt. Also lohnt sich das Vorbeikommen immer. Und wenn man dann die besonderen Highlights haben möchte, dann noch mehr. Denn auch von Sergio Tacchini gibt es diese Saison coole neue Highlights. Das gute Stück heißt auch Dallas, aber ist halt Dallas Mono aufgrund dieser ganzen Anhäufung von S und Ts für Sergio Tacchini hier vorne und auch hinten drauf. Und dann das Ganze natürlich auch als Hose. An der Hose ist hier unten das Sergio Tacchini Logo. Ansonsten habt ihr hier unten ein Bündchen, keinen Reißverschluss oder sonstigen Schnickschnack. Und die Hose kostet 79,90 € und das Tracktop, 79,90 €. Das Tracktop ist 5 Euro teurer, das kostet 94,90 €. Und zusammen bietet das auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Kombi, die man gut ausführen kann. Also wir haben diese Saison ja einiges von diesen Sachen in diesen Gesamtkombis. Also auch bei Adidas haben wir ja so ein paar oder jetzt auch zuletzt bei Lacoste wirklich ein paar richtig coole Tracktop-Kombis. Also ich bin großer Fan. Vielleicht sollte ich öfter mal einen Tracktop in der Sendung tragen, statt immer meine Overshirts. Und dann auch ein Highlight ist das Adriano Tracktop. Das liegt auch bei 94,90 €. Das ist
soweit recht schlicht gehalten mit diesen schön gerippten Bündchen, aber hier in der Farbkombi. Und dann hat es hier oben aufgesetzt so ein Baumwollfaden, wollte ich gerade sagen, also zwei Baumwollstreifen. Echt eine schöne Kombi und vor allen Dingen auch hier vorne dann eingesteckt Zertutrini-Schriftzug, das gleiche nochmal in hell, wo man dann halt mit dunklen Streifen oben drauf hat. Ach guck mal, ist mir gar nicht aufgefallen, es fällt im Dunkeln viel auch auf, dass der eine Streif natürlich, das ist ähnlich wie beim Damarindo natürlich, einer ist breiter, einer ist schmaler, kommt hier bei Dunkel natürlich ein bisschen mehr zur Geltung. Also, das die riesen Auswahl an Sergio Tajini Tracktops, jetzt alles schon online und vor allem im Store. Also guckt da mal rein. Und dann, guck mal, ich kann die hier, glaube ich, so alle schön ausbreiten. Denn es hat lange gedauert. Es ist ein Jahr her, dass wir die Kollaboration mit United Football Grounds begonnen haben und das Motto, endlich mehr Fußball an eure Wände zu bringen, in die Tat umgesetzt haben und die ersten Bilder veröffentlicht haben. Damals waren es, ich meine, 6. Dann hatten wir mit Passion on Football noch so ein Sitzschalenmotive dazugenommen. Dann hat es sich leider alles immer mehr verzögert, weil ja einfach zu viele Projekte parallel laufen. Jetzt endlich dann aber mal wieder einen Ruck gegeben und sich Zeit genommen und die 8 sind es insgesamt, 8 neue Motive von United Football Grounds und damit aber noch nicht genug, denn ich habe es glaube ich schon mehrfach erwähnt, wir haben auch noch einen weiteren Fotografen in der Pipeline und ich kann es nicht versprechen, aber ich würde mal schon sagen, dass vielleicht schon nächste Woche in der Sendung, wenn aber allerspätestens in 2 Wochen in der Sendung, ich dann auch endlich die Bilder von ihm hier für euch zum Präsentieren habe und damit soll aber auch vor allen Dingen noch nicht genug sein. Dieses ganze Projekt United oder Cultura Internationale ist ja eigentlich viel größer mal gedacht gewesen. Das heißt, wenn du auch unter den Groundhoppern bist und vor allen Dingen auch in der Lage bist, eine Kamera am Horizont auszurichten und weißt, was ein goldener Schnitt ist, dann freuen wir uns immer, wenn du auch Bock auf diese ganze Nummer hast und auch vor allen Dingen Lust hast, einen Teil deiner Fotos mit einer größeren Community zu teilen und wir quasi unser Posterportfolio auch mit deinen Bildern bereichern können. Also melde dich da gerne, falls du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, dann können wir da gut was machen. So, wir haben dieses Mal ein paar, oder es ist, ich fange mal bei den alten Bekannten an. Eins der beliebtesten Motive der letzten oder der ersten Reihe war das Brentford Stadion, was es leider nicht mehr gibt, also ein Lost Football Ground aus London. Da war das Ganze mit der Bushaltestelle und der Dame da drin. Das ist eine andere Perspektive aufs Stadion mit dem schön beleuchteten Flutlichtmast und dann hier an der Ecke der Kneipe, was man hier richtig cool ist, dass man hier in dem Fenster tatsächlich nun das ist ein Milchglasfenster mit, was ist denn das überhaupt, ein Drache? Ich würde mal sagen, irgendein Fabelwesen, wie schön es sich hier abzeichnet. Also entweder hängt ihr das neben eures erstes Brentford-Bild oder ihr startet jetzt ganz neu. Also Brentford als erstes. Dann bleiben wir gleich mal auf der Insel. Und zwar haben wir da das Ibrox-Stadion der Glasgow Rangers aus natürlich Glasgow. Als zweites Motiv. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken. Doch, wir haben noch eins von der Insel und zwar geht das schon so ein bisschen in die andere Richtung. Das hier ist aufgenommen in Ness oder Nis, wie es heißt, in Schottland. Und da steht zwar auch United drauf auf dem Ball, aber wie der Verein heißt, der im Spiel, kann ich gar nicht genau sagen. Hier geht es auch ein bisschen mehr um die gesamtromantische Fußballstimmung. Also gar nicht unbedingt, dass man jetzt sagt, hey, da war ich schon mal oder sonstiges, sondern wenn man einfach ein cooles Fußballmotiv in seinem Wohnzimmer haben möchte, dann ist das halt hier in diese Richtung gemacht. Und das Gleiche haben wir nämlich dann auch mit den beiden alte Schule-Motive. Da haben wir einmal hier den Schuh von oben, wie er geschnürt ist. Und als zweites dann, da unten ist es. Als zweites dann hier der alte Fußball vor dem Garagentor oder Holztor mit den eingezeichneten Kreisen, die man noch erkennen kann. Sozusagen eine selbstgestaltete
Torwand. Also das so ein bisschen für Fußballnostalgiker an die Wände, die nicht unbedingt einen direkten Bezug zu einem Stadion haben müssen. Wer das haben möchte, haben wir hier einmal dann aus München eine besondere Perspektive aus das Olympiastadion und dann noch in die Hauptstadt nach Berlin zum Olympiastadion hier mit einem wunderschönen Schattenspiel. Und zu guter Letzt begeben wir uns nach Italien, um genau zu sein nach Mailand. Und haben hier dieses wunderschön architektonisch wertvoll, habe ich es glaube ich letzte Woche genannt, architektonisch wertvolle Motiv, wo wir auch tatsächlich, nachdem wir so viel Rückmeldung bekommen haben, aktuell an der Umsetzung für ein T-Shirt arbeiten. Aber dazu dann auch später mehr. So, 8 neue Motive und da wird noch mehr kommen, wie eben schon erwähnt. Und damit bin ich für heute schon durch mit der Sendung. Ich will euch auch gar nicht so lange vom Osterfest-Vorbereitungen abhalten, was auch immer ihr auch vorhabt. Es wird ja zum Glück auch wieder Fußball gespielt, obwohl ja tatsächlich sogar die Nationalmannschaft wieder zu gefallen weiß. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, zu dem ich eigentlich gar keine Meinung habe. Aber wenn sie gut Fußball spielen, ich finde es super. Vor allem, es waren echt tolle Tore, das kann ich ja sagen. Das fand ich dann doch sehr unterhaltsam. Also, ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Dann, und das kann ich schon mal teasern, weil diese Woche, ich habe ja auch den wahren Eingang gemacht diese Woche. Es ist auf jeden Fall schon Neues von Ben Sherman gekommen. Portugies Flanell von Avor. Super coole Taschen, die ich leider nicht heute hier hatte für die Sendung. Aber da guckt mal online oder im Laden. Da sind ein paar coole, farbige Bauchtaschen bei. Und wir haben eine neue Marke am Start, wo ich eigentlich nicht weiß, wie man sie ausspricht. UAS. UAS wird es geschrieben, stammt aus Schweden. Und machen richtig Bock auf Sommer. Vielleicht ziehe ich nächste Woche schon mal einen Teil davon in der Sendung an. Das wäre eigentlich ganz lustig. Warten wir es mal ab. Ein Teil davon ist schon online. Könnt ihr mal reingucken. Ist echt speziell, aber sehr cool. Ansonsten ein wunderschönes Wochenende, gute Spiele und wir sehen uns nächste Woche. Cheers. Und wenn du bis jetzt durchgehalten hast und noch mal Zeit für einen Daumen nach oben hast, dann lass gerne ein Like hier, teile die Sendung auch gerne oder noch cooler, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, gern ein Abo dalassen. So, Werbetext beendet, muss ich machen, denn wir wollen diesen Kanal noch größer machen, um dir noch besseren Content zu bieten. Also, ich freue mich aufs Feedback. Kommentieren nicht vergessen. Danke.